Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Factorio. Ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn vergessen zu speichern nach dem letzten Let's Play, habe aber hier diese grünen Flaschenproduktion schon mal soweit vorbereitet oder wieder nachgebaut, dass das zumindest schon mal funktioniert. Müssen uns nur hier unten so ein bisschen die das Eisen da nach oben holen und neue Öfen bauen. Das machen wir auch gerade mal. Und dann denke ich hoffentlich ans Abspeichern nach der Runde, aber ich glaube, sowas passiert einem auch nur einmal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier einmal ein bisschen aus dem sicheren Gebiet raus. Dann brauche ich 10 Stück von den Steinen und dann können wir auch wieder 2 Öfen dorthin bauen. So. Ja. So, da einmal zweimal Ofen. Einmal zweimal Ofen, auch nicht schlecht. So, passt das von der Abdeckung her? Zeig mal her hier. Jawohl. Strom haben wir da an der Stelle genug. Dann müssen wir uns nur die Greifer anbauen. Nehmen wir uns mal hier so ein bisschen Metall weg. 5 und einen roten. Ja, rote hätten wir jetzt noch gehabt. Okay, das hätten wir uns auch sparen können. An der Stelle. Aber Kohle könnt ihr trotzdem schon mal nachkippen. 4. Einmal hier rüber. Und dann, wie gesagt, hier unten das Eisenfeld nochmal wieder erschließen. Mal einmal nach unten ziehen vielleicht erstmal. Kann man so einen Tunnel bauen? Nee. Ja, da habe ich eine Bahn verzogen. Und dann machen wir uns einmal hier einen Tunnel hin. Einmal da. Und hier drüben. So, hervorragend. Müssen wir immer noch hier so ein bisschen nachlegen. Ja, wir wollen ja nach da oben. So, und dann haben wir das auch. Dann gehen wir mal ins Forschungsfenster. Dann werden wir mal hier auf den Motor jetzt gehen, dass der erforscht wird. Grüne Flaschen, rote Flaschen sind beide da. Und dann gucken wir, dass wir jetzt noch mal so ein Erzförderer zusammenkriegen. Wobei sich das Erz ja sowieso eigentlich schon staut, also wäre jetzt nicht unbedingt notwendig. Machen es aber mal trotzdem. Na, der hat jetzt noch keinen Strom. Das kriegen wir auch noch hin. So, und dann haben wir das. Unsere Flaschen werden hier munter gebaut. Eisenzahnräder bauen wir auch schon genug. Munition, ja genau, wir können noch mal gucken, dass wir dort oben mal so ein bisschen die Geschütztürme noch mal aufrüsten. Die fehlen mir ja noch. Guck mal, hier klauen wir da mal Eisenplatten und Zahnräder, 3 Stück. Dann drehen wir uns den Roboter da eigentlich, ne, brauchen wir nicht wegdrehen. Begrenzen einfach die Kiste hier mal auf 2 Stacks, nehmen die Munition da mal raus. Dann bauen wir uns hier oben nochmal die Geschütztürme wieder auf. Da können wir noch ein bisschen was reparieren. Und dann schmeißen wir da auch nochmal Munition rein. So, einmal. So, dann haben wir das auch. Wir sollen nochmal auf die Stromversorgung achten. Da ist genug Strom noch da. Hier oben ist der Erzförderer, der ist schon leer gelaufen. Also der produziert schon nichts mehr. Hier sind auch nur 71 Einheiten im Boden. Da müssen wir unbedingt drauf achten. Bringt uns nämlich nichts, wenn wir die leer laufen lassen. So.
Und dann haben wir die Roboterarme, das funktioniert ja soweit alles. Müssen wir jetzt nur noch auf den Motor warten. 50 Flächen will der haben, ist ja noch genug da. Dann können wir vielleicht nochmal ein Labor aufstellen. Um das Ganze nochmal ein bisschen zu beschleunigen. Brauchen wir Kupferplatten auf jeden Fall. Und Metallplatten will er noch haben. Das kriegen wir auch noch hin. Jetzt habe ich eine Fabrik gebaut statt ein Labor. Das war jetzt natürlich sehr helle. So, da haben wir noch ein Labor. Da reicht ja ein gelber Greifarm. Strom. Und dann haben wir unsere Forschung jetzt gerade schon mal wieder ein bisschen beschleunigt. Grüne Flaschen können wir vielleicht auch noch mal mehr produzieren. Hier oben vielleicht an der Stelle. Problem ist dann halt nur, aber das ist ein allgemeines Problem, dass wir halt die Dinger vielleicht noch mal einmal einheitlich auf eine Seite vom Laufband bringen sollten. Das machen wir hier an der Stelle. Warte mal, schießen wir uns den Stein kaputt hier. Jetzt habe ich mir meinen eigenen Roboter kaputt geschossen. So, dann haben wir das auch. Wir müssen jetzt... Das ist die Unterseite, dann bleiben wir da. Was fehlt uns jetzt? Die Logistik 2, die können wir dann auch gleich hinterher erforschen. Wir müssen hier auf jeden Fall einheitlich auf eine Seite kriegen, die grünen Flaschen. Also jetzt sind die hier auf dieser Seite. Genau, machen wir doch einfach so. Können wir den hier eigentlich auch wegnehmen? Hier ein bisschen abkürzen, dann geht das schneller. Ne? So. Super. Dann können wir da nämlich auch nochmal von den grünen Flaschen erstellen. Weil die kommen ja hier oben nicht so richtig an. So. Wunderbar. Grüne Flaschen sind eingestellt. Ja, fehlt uns noch ein Roboterarm, damit das Ding überhaupt befüllt werden kann. So, dann geht das hier auch schon los. Da wird man dann nachgelegt. Und dann weiß ich nicht, ob wir das mal wagen sollen. Maschinengewehre können wir schon basteln, das ist sehr schön. Nehmen wir uns hier einfach mal so ein bisschen Munition mit. Wenn wir uns da oben vielleicht mal mit dem Dorf dort oben anlegen, was, oder mit den Monstern, die dort oben sind. Das sind auch gar nicht so viele. So, da kommen schon die ersten. Sehr weit kommen sie aber nicht an mich ran. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Beeilen, Beilung. Ich glaube, die kommen immer wieder nach. Drei Stück stehen da oben. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Ja, mit den zwei komme ich ja klar. Ja, genau. Da sehen wir es. Die kommen immer wieder nach. Na? Nicht sterben. Ja. Da habe ich mir wohl zu viel vorgenommen. Gucken wir jetzt gerade mal, dass wir uns das Spiel dann hier an der Stelle nochmal laden. Ein Hoch auf die Autosave-Funktion. Und dann sehen wir, hat keinen Zweck mit dem Ding. Wie machen wir das am besten? Eingeschützt, warum habe ich dort unten noch? Ja, erstmal verkackt.
Menschen. Nehmen wir uns hier nochmal ein bisschen Metall mit. Und dann haben wir hier zwei Geschütztürme. Nehmen wir uns hier noch Munition mit. Sofern da welche ankommt, kommt aber keiner an. Okay, dann können wir jetzt eigentlich nur noch auf das Auto warten. Und dann schauen wir mal weiter, wie das hier funktioniert. Können wir hier den Stein vielleicht noch wegschießen? So, dann ist er auch weg. Dann machen wir vielleicht doch noch mal ein bisschen Action hier oben. Jetzt habe ich ja das Maschinengewehr, habe ich vorher gar nicht drauf geachtet. So, dann sind die auch weg. Wieso schießt du denn nicht? Du Horst, ey. Na, ich glaube, das schaffen wir einfach so nicht. Was haben die Schrot denn für eine Schaden? 12x4 physisch. Die Schrot finden, die scheinen ordentlich Wumms zu haben. Der hier oben ist leer, sehe ich gerade. Ne, da sind noch 18 Stück drin. Wunderbar. Die Logistik 2 ist gleich abgeschlossen. Dann können wir vielleicht auch in Angriff nehmen, die ganzen gelben Laufbänder erstmal gegen rote auszutauschen. Die ganzen Fabriken können wir auch nochmal austauschen, dass wir dann schneller produzieren können. Ne? Hier passt das ja soweit alles. Dann können wir hier für die Zahnräder nochmal eine blaue Fabrik nehmen. Dann sehen wir auch schon, dass die eigentlich immer relativ flott unterwegs sind. Dann stellen wir da auch gerade vielleicht nochmal 3 blaue Roboterarme hin. So, wunderbar. Brauchen wir jetzt noch genug Metall? Automobil als nächstes. 100 Flaschen brauchen wir dafür. Also das ist eigentlich nur eine Wartenummer. Dann werde ich mich hier gerade mal an meiner Tafel verewigen. Und der auch mal mitteilen, dass wir jetzt hier... auch aufgenommen haben. Und dann habe ich ja heute noch was anderes geschafft. Das steht hier sogar schon auf der Tafel. Wunderbar. Das bekommt ihr aber erst übermorgen zu sehen, was ich da jetzt noch weiteres aufgenommen habe. Das ist für heute noch kein Thema. Also übermorgen. Ich nehme jetzt einen Tag vorher auf. Und dann werden wir mal schauen. So, wunderbar. Wie gesagt, jetzt heißt es ja warten. 100 Flaschen brauchen wir. Die sind auf jeden Fall schon mal da. Und es werden auch genug produziert, um das Ganze da in Gang zu bringen. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen Metall hier versuchen zu produzieren. Müssen wir dann auf die andere Seite vielleicht verlegen. Oder gucken. Größere Öfen gibt es ja hier nicht. Hier nur noch Schaden, Sachen, Optik für Lampen. Da müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ist die Folge auch für heute vorbei und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wie immer bei mir auf dem Kanal heißt es dann reingehauen, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.